So, weiter geht's zu dem Märchenbuch-Intrag von der letzten Folge und der dritten Episode. Fangen wir mal mit dem hier an. Fliegenfänger, der Froschkönig. Aha, das habe ich mir schon so halber gedenkt, dass er der Froschkönig ist, okay. Einst ein Prinz, der von einer Hexe in einen Frosch verwandelt wurde. Der freundliche und geniale Fliegenfänger erhielt diesen Namen als nicht gerade subtilen Hinweis auf seinen Hang, Fliegen zu fangen und zu verspeisen. Seine Frau und seine Kinder wurden in den Heimatlanden brutal hingerichtet. Eine Tatsache, die er zu verdrängen versucht, indem er eine Reihe endloser Aufgaben und hausmeisterlicher Pflichten nachgeht. Der kopflose Reiter. Der hessische Geist. Der hessische Geist? Ich geh kaputt, hey. Scheiß mich, ah, hey. Es heißt, der kopflose Reiter soll der Geist eines besonders furchterregenden und makabren deutschen Söldner gewesen sein, der seinen Kopf im Kanonenhagel während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs verloren hat. Das Gespenst, ich fang schon an hessisch zu babbele. Das Gespenst ist vor allem bekannt dafür, Ichabod Crane eines Nachts in den Wäldern von Sleepy Hollow verfolgt zu haben. Es gibt Gerüchte, wonach es nur die jüngste Verkörperung eines uralten Dämons ist. Zu seinen früheren Formen zählen angeblich ein Häuptling mittleren Alters, der eine Peitsche aus Menschenknochen schwang, und ein schottischer Fürst, der im Streit um den Grundbesitz oder um seinen Grundbesitz enthauptet wurde. Okay. Hätte man hier die Chip-Chap-Bar. Kneipe. Das Chip-Chap, die älteste Bar in New York City, wurde 1925 von Starkid, dem legendären Wikinger und Schurken, heimlich gegründet, um Fabelwesen einen Ort zu bieten, an dem sie zusammenkommen, trinken und sich gegenseitig bemitleiden können. Interessant, hinten war nämlich ein Schild in der Bar, wo drauf stand, established 1933. Also 1933, egal. Damals war die Bar unter dem Namen Grammarians Tavern oder so bekannt. Aber schlussendlich hat sie bei einer Wette an einem Stamm von Bergtrollen, verloren, der sie prompt umbenannt und für sich vereinnahmt hat. Holly ist die aktuelle Eigentümerin. Sie hat die Bar von ihrer Mutter geerbt, als diese im frühen 20. Jahrhundert bei einem Bootsunglück ums Leben kam. Okay, wahrscheinlich heißt sie halt Chip Chap Bar seit 1933. Das kann natürlich Sinn. Dann hätten wir hier noch die Auntie Greenleaf, der weiße Hirsch. Auntie Greenleaf ist Gärtnerin, Alchemistin und liebt Tiere. Außerdem ist sie eine der wenigen abtrünnigen Hexen, die noch unüberwacht und ungehindert außerhalb des 13. Stocks leben. Gerüchten zufolge hat sie in den Heimatlanden eine Tochter verloren und leidet nun an Verfolgungswahn und depressiven Stimmungsschwankungen. Sie zeigt sich meist nur zu später Stunde und dann nur in Gestalt eines schemenhaften weißen Hirsches, den die Einwohner Brookhavens oft hinter vorgehaltener Hand als Geist bezeichnen. Da hätten wir hier den Glimmerbaum, der letzte Spross. Dieser Baum entsprang einem Samen, der aus dem Obstgarten von Auntie Greenleafs Familie stammte und ist die einzige noch existierende Quelle für ihren Zauber. Seine Rinde wird für Glimmerbehälter verwendet, seine Blätter werden für Salben und Zauber zerrieben. Seine Zweige und Stöcke können als Stäbe für eine Reihe von Verzauberungen eingesetzt werden. Dann hätten wir hier noch die Glimmerbehälter, die praktische Tarnung. Glimmer können auf verschiedene Arten hergestellt werden. Eine der am häufigsten einen kleinen ausgehöhlten Behälter zu nähen und darin mehrere einzigartige Gegenstände aufzubewahren, die der Person gehören, in die man sich verwandeln will. Damit der Talisman funktioniert, wird eine Hexe benötigt. Diese Art von Glimmer hat zwei Nachteile. Es ist absolut unmöglich, ein einzigartiges Aussehen zu erzielen und die Beschaffenheit des Gefäßes macht es relativ instabil. Dann hätte man noch den Entzauberungsring, der Artusring. Dem Ring wird nachgesagt, er wäre von einem byzantischen Clan erschaffen worden, um sich gegen einen Häckslerzirkel zur Wehr zu setzen. Ja, das ist bestimmt von der Familie von der Auntie Greenleaf. Die wollte nicht, dass ihr Bam gehäckselt wäre. Das war dann ein Häckselzirkel. Egal. Der Ring der Entzauberung, auch Entzauberungsring oder Magie-Bannring, wurde von Lancelot
von der Herrin, wurde Lancelot von der Herrin vom See überreicht. Sorry, es ist schon spät. Es ist auch für mich die sechste Stunde. Das Verwaltungsbüro fand den Ring nach der Umsiedlung nach New Amsterdam und übergab ihn Auntie Greenleaf, um ihn aufzubewahren. Und dann hätte man noch Bloody Mary, die moderne Legende. Die wahre Geschichte über die Person, die Bloody Mary genannt wird, ist selbst den Fabelwesen, die am ehesten mit ihren Mitgliedern vertraut sind, fast völlig unbekannt. Zumindest ihr Name, Mary, ist unumstritten, genau wie ihre Vorliebe für grausame Gewalt, ihre natürliche Resistenz gegen Magie und Zauber, sowie ihre sonderbare Fähigkeit, jedwede reflektierende Oberfläche als Portal nutzen zu können, um so Raum und Zeit praktisch zu ignorieren. Die Weltlichen halten sie für die wehklagende Erscheinung einer kinderlosen Frau. Aber Beweise dafür gibt es bisher keine. Keine Ahnung, warum ich jetzt geschnalzt habe. Einfach so. So, das war's mit der Episode 3 von The Wolf Among Us. Morgen geht's weiter mit der Erstfolge von der Episode 4. Ihr Leid, wir sind im Endspurt. Das Problem an der Sache ist auch, wir sind genauso weit, wie wir vorher waren. Wir haben keine Ahnung, wie es war. Allerhopp dann. Schalte morgen wieder in. Und ich komme, du große böse Wolf, und haut euch an ihn hin. Tschüss.